Ja, hallo zusammen. Ja, schön, dass ich mal zurück in die Heimat darf und da einen Vortrag zu halten. Ich komme ursprünglich aus Heilbronn, also aus Weinsberg bei Heilbronn, kennt vielleicht der eine oder andere von der Autobahn, und bin nach meinem Wirtschaftspsychologiestudium in Mannheim bin ich seit 1998 bei der SAP, habe da ganz verschiedene Rollen. Warte mal. Gemacht schon, gehabt. Also habe angefangen im Personalbereich, in der Personalentwicklung. Vielleicht muss ich da drauf, Dings. Warte mal. Ah. Was ist nicht der Falsche? Ich kann nicht so gut mal. Jetzt geht's super, alles klar, genau. Fange ich nochmal kurz an. So seit 20 Jahren bei der SAP. Die erste Hälfte bis jetzt war ich im Personalbereich in verschiedenen Rollen, bin dann ins Produktmanagement, auch für das Thema Lernen, also Lernsoftware entwickelt. Und jetzt bin ich bei SAP Education, das ist der Schulungsdienstleister der SAP. Also immer noch was mit dem Thema Lernen, aber jetzt mache ich eben Business Development. Also ich versuche eben Kunden zu helfen, den Markt zu entwickeln. Aber zum Glück auch immer noch neue spannende Projekte durchzuführen. Eine meiner Rolle ist auch interner Coach. Wir haben einen großen Coaching-Pool bei der SAP, auch Young Thinkers Ambassador. Also wie Robin Roh gerade erzählt hat, ne, sowas fördern wir auch stark. Also Coding für Kids zum Beispiel, sowas mache ich zum Beispiel auch. Genau, was möchte ich heute vorstellen? Ich glaube, ich muss da drauf... Jetzt haben wir es, genau. Ich wollte ganz kurz mal so einen Rundumschlag machen. Also Education Technology, EdTech ist so ein Hashtag. Ne? Was verbirgt sich dahinter? Wie sieht der Markt aus? Was für Applikationen gibt es? Das sind vielleicht auch so die Herausforderungen. Auch dann konkrete Beispiele, hauptsächlich natürlich von der SAP. Und am Ende möchte ich dann nochmal kurz mit so einem Resümee schließen. Und natürlich haben wir auch ein bisschen Zeit für eine Diskussion. Ich habe hier mal so einen Zeitverlauf aufgemalt, was so die Evolution ist von Lerntechnologie. Meiner Meinung nach jetzt in den letzten, ich würde mal sagen, vor 20 Jahren hat es angefangen. Es gab noch Versuche davor mit Diskette und so weiter, aber die waren jetzt nicht so nennenswert. Also ich denke, das Thema gibt es so seit circa 20 Jahren, ein bisschen mehr. Und hat eben angefangen mit Fokus auf formellen Wissenstransfer. So Tools waren da, Lernmanagementsysteme, Autorensysteme. Genau, eben zum E-Learning, zur Content-Erstellung oder zum Managen eben der Prozesse hinten dran. Dann hat man irgendwann gemerkt, ja, also die Diskussion war damals oft noch, was ist jetzt besser, welche Methode. Dann hat sich mehr und mehr natürlich durchgesetzt. Und am besten ist ein Methodenmix, also Stichwort Blended Learning, je nach Zielgruppe, Lernziele und so weiter. Da brauchen wir dann auch mehr und mehr oder wurden auch noch weitere Tools entwickelt, auch so HR-Suites, wo das oft integriert worden ist mit Job-Frameworks, Skill-Datenbanken und so weiter. Dann, was jetzt eigentlich bei vielen Firmen so ein vorherrschendes Paradigma ist, ne, dass wir jetzt nicht nur formell lernen oder formelles Lernen fördern, sagen wir es mal so, sondern eben Lernen im Netzwerk und auch durch Erfahrung eben versuchen ja, zu fördern. Es gibt so ein paar Rahmenwerke, kennt ihr sicher, das 10-20-70-Modell, was so ein Rahmenwerk ist, was eben sagt, ja, Lernen soll eben nur zum Teil formell sein oder Kompetenzerwerb, auch viel Lernen von anderen und eben Lernen durch Tun oder on the Job. Und auch da brauchen wir natürlich andere Technologien, also nochmal mehr Diversifikation, also Enterprise Social Networks zum Beispiel eben als ein Tool, dieses unterstützen. Performance Support ist ein Thema oder individuelle Apps. Und inzwischen, was auch immer mehr versuchen, ist eben ja, adaptives, personalisiertes oder immersives Lernen zu fördern. Und auch da brauchen wir eben neue Technologie. Also es gibt, man redet so von der vierten Welle der Digitalisierung mit VR, künstliche Intelligenz und so weiter. Und dabei geht es oft natürlich um Personalisierung, um Automatisierung. Und da haben wir dann auch wieder eben andere Tools, ne? Chatbots, digitale Assistenten, AR, VR, je nach Einsatzzweig, genau.
Nochmal zu dem Ursprung zurück, was so mit die erste Lerntechnologie war, habe ich mal ein bisschen nachgeforscht. Ich weiß nicht, ob es der eine oder andere kennt, ist die Skinnerbox. Das war damals ein Gerät von Skinner, dem Behavioristen. Kennt vielleicht der eine oder andere. Im Endeffekt ist das so wie eine intelligente Applikation für so Karteikarten. Lernstoff wird zerlegt in Untereinheiten, korrekte Wiedergabe belohnt und liegt natürlich so ein stark behavioristisches Menschenbild zugrunde, teilweise leider immer noch, jetzt immer noch in vielen Lerninhalten, die so ähnlich aufgebaut sind. Ne? Was wir aber sehen natürlich, dass sich unsere dynamische Umwelt kreatives Neues erschaffen, ne? Da muss ich eben auch im Netzwerk lernen und wirklich durch tun. Wenn man natürlich sehen jetzt, wie die Technologie in der Schule oder der Universität ist, teilweise in manchen Firmen noch, dann herrscht eben hier zum Beispiel das davor noch stark. Ich meine, insgesamt, was wir sehen, ist, dass der Markt sehr diversifiziert ist. Also wir haben Kunden, ich sage immer zum Spaß, die bestellen noch vielleicht per Fax Klassenraumschulung. Und da gibt es aber welche, die wollen jetzt schon sowas. Die wollen eine Learning Experience Plattform oder Virtual Reality, wollen vielleicht so ein Workflow Learning Tool, also Performance Support. Da ist der Markt relativ diversifiziert. Das ist eine Sicht von Börsin, kennt sicher der eine oder andere auch, ein Analyst, der immer ganz schön die Sachen zusammenfasst. Und der hat hier so die Education Technologies, die Lerntechnologien einmal so aufgedröselt. Und da seht ihr eben, so gibt es um einiges mehr wie ein Lernmanagementsystem und Autorensystem eben heutzutage. Und jetzt darüber reingehen zu wollen, zum Beispiel das Thema Content Libraries ist auch was einen ziemlichen Hype hatte. So MOOC-Plattform ist jetzt wieder ein bisschen abgeklungen. Eine ganz schöne und noch umfassendere Sicht ist von Navitas, das ist so ein australisches Investorenhaus, die eben den Markt untersucht von EdTech, und zwar jetzt nicht nur für Privatfirmen, sondern eben auch für Schulen und Universitäten. Und das ist ganz spannend, sich mal anzugucken. Ich habe auch im Appendix die ganzen Links, weil da kann ich nicht auf alles eingehen. Und die haben die ganze Landschaft so auf 8 Kategorien und auf ca. 15.000 Firmen mal analysiert, mit so Bereichen wie Create, Manage, Discover, Connect, Experience, Learn, Credential, Advance. Was man sieht, wo viele Firmen so ein bisschen eine Herausforderung haben, ist gerade in dem Bereich Discover. Also man weiß gar nicht mehr, welche Lerninhalte sind jetzt relevant für mich. Es gibt so extern so viele, intern vielleicht so viele. Da gibt es einiges natürlich an Firmen. Ne? Das ist jetzt zum Beispiel sind die ganzen 155, die ich erwähnt habe. Da kann man auch dann alles dann im Link, könnt ihr dann nochmal nachgucken. Die mit dem Punkt sind die meisten. Also ist gar nicht, wie man vielleicht denkt, so ganz viel KI und so. Liegt natürlich auch, wenn man gleich guckt, wer oder wo die Firmen sind. Die meisten sind so im Bereich Tutoring, Test Preparation, Open Course, aber auch Language Training. Genau, hier seht ihr schon die Auflösung, ne? Wo sind so die größten Hubs, also in welchen Städten sind so die meisten Firmen? Das ist nicht mehr im Silicon Valley, das ist inzwischen in China, also in Beijing gibt es zum Beispiel 3000 EdTech-Firmen, in Shanghai 1000, danach kommt New York, ne? Die machen auch sehr viel Startup-Förderung. Und Berlin kommt leider ein bisschen weiter runter, auch wenn man guckt, wie so das Investment vom Gesamtmarktinvestor in neue Startups, ist es bei uns relativ wenig, ne? So 1% des Startup-Investments. Genau, vielleicht nochmal eine andere Analystensicht, fand ich auch interessant, vielleicht kennt der eine oder das andere, das Weizenbaum-Institut, so das deutsche Internet-Institut, die haben ganz viele Experten mal befragt und geguckt, wie werden Daten genutzt im EdTech-Bereich. Daten, klar, ist so natürlich eins der grundlegenden Treiber für neue Technologien, und die unterscheiden hier eben in 3 Level, fand ich ganz spannend. Ich denke, viele sind noch bei Level 1, also dass man Daten eben nutzt für Reporting, für Statistiken, deskriptiv, mehr und mehr, was teilweise kommt, aber eher Marketing, ist die Nutzung von Daten für Empfehlungen, also Recommendations, kennen wir bei Amazon, ist noch nicht immer so gut, aber bei Lernen wird es oder kommt es auch noch mehr und mehr.
je nach den Daten eben, wie ich die nutze. Und das nächste, da gibt es auch spannende Forschungsprojekte vom DFKI zum Beispiel in China zum Thema adaptiven Lernen. Also das ist Lernen mehr auf mich, auf mein Wissen, auf meine Vorlieben zum Beispiel zugeschnitten sind. So, das war mal ganz kurz so ein bisschen die Theorie. Wenn ich jetzt so mit Kunden spreche oder mit Partnern, was ich sehe, ich denke, das ist wahrscheinlich nur in dem Bereich eine Herausforderung, ist, da gibt es so viel. Ich meine, früher war das natürlich einfacher. Da hast du ein Lernmanagementsystem angeschaut oder ein Autorensystem und dann hast du halt deine Bildung digitalisiert. Man muss natürlich nicht alle 155 Firmen oder wie viel das waren anschauen. Aber ist schon eine Frage, ne? Wo fange ich an, was passt zu mir und wie mache ich halt auch einen ganzheitlichen Ansatz? Also was jetzt nicht unbedingt nur technologiezentriert ist, sondern ausgerichtet an der Firmenkultur, am Purpose und so weiter. Genau, würde ich auch mal gerne einen kurzen Poll machen mit euch oder eine Umfrage. Mache ich immer mal wieder, wenn ich einen Vortrag mache. Welche Ansätze ihr denn wählt, wenn ihr jetzt ein Problem bei der Arbeit habt? Also sagen wir, ihr habt einen neuen Job oder ihr habt ein neues Projekt oder eine neue Aufgabe. Was macht ihr dann? Vielleicht hebt ihr einfach die Hand, ich gehe mal die Punkte durch, bucht ihr dann ein Klassenraumtraining, vielleicht so in 3 Monaten oder in 4 Monaten? Niemand? Okay. Bucht ihr einen E-Learning-Kurs? Auch nicht? Okay. Besorgt ihr euch einen Coach oder einen Mentor? Auch nicht, kommt natürlich aufs Problem an, wenn das eher so ein softes Thema ist, ein Verhaltensthema. Ne? Fragt dann Kollegen, genau, machen die meisten mal, der gerade irgendwie um die Ecke ist oder der vielleicht Ahnung hat vielleicht, probiert da einfach aus. Trial and Error, ja, mache ich auch bei SAP-Software. oder recherchiert im Internet, also Google, ne? Also seht ihr schon, ne? Also das ist meistens das Muster. Interessanterweise bei Studenten, die sind noch ein bisschen weiter oben verortet, die sind vielleicht noch ein bisschen anders sozialisiert, dass sie noch mehr formell lernen. Ich denke, wenn man natürlich sieht, wie dann Lernangebote vorherrschen in Firmen, ne? Die sind doch eher, also immer noch in vielen Firmen sehr, ne? Also Schule im Klassenzimmer, formelles Lernen, Kataloge und so weiter, anstatt eben wie die Frage, ne? Wie kann ich Recherche, Kuratierung, mit Kuratierung zum Beispiel, wie kann ich ausprobieren, wie kann ich die Vernetzung zum Beispiel fördern. Genau, und da zeige ich jetzt einfach mal ein paar Beispiele, wie wir das machen. Feld Nummer 2, die habe ich ganz random ausgewählt, zur vom Markt, die ich ganz interessant finde. Eins ist Skills, das ist eben ein Chatbot, der einen vorbereitet als neuen Mitarbeiter, ne, also so ein Onboarding-Chatbot und eben der mir hilft, mich vorzubereiten für Bewerbungsgespräche. Was ihr schon hier seht, ne, das ist gar kein E-Learning. Früher hast du da E-Learning gemacht vielleicht, das ist ein Chatbot, also das ist eine Diskussion eigentlich, eine geführte, die dann verschiedene Pfade eben durchführen kann. Also das ist das Designprinzip. Eine andere Möglichkeit ist natürlich hier, was man vielleicht von Airbnb und anderen kennen, ist so ein Plattformprinzip. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Pluralsight kennt. Das ist so eine Plattform für Tech-Skills nicht aus dem Silicon Valley, sondern aus Salt Lake City, also aus Utah, gibt es auch einige spannende Firmen. Und da kann jeder Experte auch seine Kurse eben anbringen. Gibt es natürlich einige, die da 2-stelligen Millionenbetrag sogar verdienen als Experten in Java, in Python und so weiter, JavaScript. Und die haben auch zurzeit 10 Millionen Website-Visitor im Monat. Ne? Also gibt es auch ganz neue Geschäftsmodelle, wie man es in anderen Bereichen auch kennt. Ja, aber mal ein Blick zu SAP. Was wir also Designprinzip eigentlich seit einigen Jahren jetzt und jetzt auch zunehmend natürlich im Thema Bildung nutzen, ist alles rund um Design Thinking. Kennt ihr sicher? Ne? Und was gerade ein so ein Thema ist, was immer wichtiger wird, ist auch das Thema Learning Experience Design. Ne? Also nutzerzentriert, iterativ. Und eben empathisch entlang der Bedürfnisse. Es gibt ganz unterschiedliche Tools, was wir versuchen zu nutzen, sind so Canvas-Methoden zum Beispiel, dass man im Team was entwickelt und jetzt eben nicht sequenziell, sondern zusammen gleich zum Beispiel.
Ein Beispiel, was ich mal kurz zeigen will, ist der Learning Hub. Das ist so ein konkretes Beispiel, wie wir SAP-Wissen vermitteln für Mitarbeiter, aber auch für Partner. Also jetzt den SAP-Berater bei IBM oder bei Accenture oder so zum Beispiel, aber auch für Freelancer. Und das war jetzt so unsere Antwort so seit circa 5 Jahren so auf das Thema digitale Transformation. Also wir haben ja auch viel Klassenraumschulung immer noch in SAP-Themen, SAP-Produkten. Und angefangen eben mit eher so einem E-Learning-Ansatz hat sich das um einiges erweitert. Also wir haben Learning Journeys, also um eben das Thema Discovery, Auswahl, Guidance ein bisschen zu unterstützen, nach Rolle, nach Thema. Dann natürlich Lerninhalte, dass ich selbst gesteuert lernen kann, E-Books, E-Learnings. Was immer wichtiger wird, ist Stay Current, also so up-to-date bleiben, gerade im Softwarebereich mit kürzeren Release-Zyklen. Muss man zum Beispiel einmal im Quartal, muss man sich updaten, inklusive Online-Tests. Lernräume, komme ich gleich dazu, Lerncommunities ist natürlich wichtig, also was ich vielleicht in einem guten Präsenz-Setting habe, dass ich Fragen stellen kann, diskutieren kann, reflektieren kann, das versuchen wir virtuell abzubilden und natürlich auch sehr wichtig ist eben das Hands-on, erfahrungsbasierte Lernen, also da haben wir Lernsysteme, die ich mir dann buchen kann. Genau, also Lernräume habe ich erwähnt, die sind alle moderiert von hauptamtlichen Trainern, also wir tun auch eine kleine Abo-Gebühr verlangen, daher müssen wir auch als Hersteller dafür für die Qualität der Inhalte sicherstellen. Das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel, da gibt es dann Videos, Blogs, virtuelle Events, also das nicht ganz selbstgesteuert ist. Ich kann euch Fragen stellen, Polls beantworten oder stellen als Trainer. Manchmal sind so kreative Sachen wie ein Kreuzworträtsel oder eine Whiteboard-Präsentation hier von einem der Trainer. Derzeit so ca. 300.000 Lerner, also die meisten von den 500.000, die wir insgesamt auf der Plattform haben, nutzen das. Genau, hier sind nochmal Beispiele von den Fragen. Da versuchen wir jetzt auch immer neue Ansätze umzusetzen, so auf der Plattform. Eins ist zum Beispiel ein Chatbot, den haben wir jetzt so seit 2 Jahren schon live. Der hat am Anfang mit einem relativ einfachen Use Case angefangen, Fragen zu beantworten, um eben die Moderatoren zu entlasten. Jetzt inzwischen haben wir 3 Anwendungsfälle. Seht ihr hier jetzt, also Add the Bot, ne? Add von Education, der beantwortet Fragen. Der fragt aber auch nach Feedback, also auf einer 5-Punkte-Skala und je nach Feedback lernt er natürlich auch dazu und inzwischen gibt er auch schon kleine Lerntipps und Empfehlungen. Ne? Also das ist auch jetzt hier ein schönes Beispiel, wie man so eine Lerntechnologie einsetzen kann und was für interessant ist, der ist jetzt eben in den Communities, also er unterstützt damit auch so das soziale Lernen. Genau, was wir auch machen, von wegen User Involvement und designgetriebener Entwicklung, dass wir immer hier den Nutzer befragen. Das hatten wir früher auf Events gemacht mit so UX-Labs und inzwischen machen wir das remote. Also wir haben hier zum Beispiel ein Testlab, wo wir eben remote dann immer neue Applikationen, Beta-Versionen checken und dann so ein Ergebnis sieht dann zum Beispiel hier aus und hast du so Hotspot-Matrixen. Wenn jetzt ganz viele Punkte sind, wäre es zum Beispiel schlecht, weil dann die Leute überall hinklicken. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, wie man das Design getrieben weiterentwickelt. Gamification ist auch ein Thema, ist vorhin auch schon mal angeklungen. Das war vor 3, 4 Jahren relativ hip. Jetzt hört man nicht mehr so viel, aber man sieht es jetzt immer mehr einfach in Standard-Settings. Ob es jetzt in einem E-Learning, in einem Kurs oder wir haben es jetzt hier zum Beispiel in den Communities, also dass man kleine Missions, kleine herausfordernde Aufgaben verteilen und man kann dann Punkte gewinnen. Oder hier in unserer allgemeinen SAP-Community. Auch eben um das Wissen teilen und so das neudeutsche Engagement zu fördern. Also wir haben zum Beispiel eine Mission gerade zum Thema Learn-Hacks. Also die Idee ist hier, dass ich Tipps rund um Lernen erteile und ich glaube, da haben jetzt so 70 Leute schon mitgemacht, ihre Tipps, Ressourcen, was auch immer geteilt. So ein Engagement kriegst du natürlich einfach normal in einem Forum nicht so. Da sieht man schon, dass es
ganz gut funktioniert, wenn man es eben richtig designt. Anderes Beispiel ist, ich denke, ist auch nichts Neues, Planspiele ist auch so spielerisches Design. Was hier jetzt neu ist, dass sowas eben in einem SAP-System funktioniert, was jetzt per se jetzt nicht unbedingt so eine super sexy Applikation ist, weil es halt um so Geschäftsprozesse geht, aber ich kann hier gegeneinander spielen und die Leute haben da plötzlich viel mehr Spaß wie bei so einer traditionellen Schulung. Ups, das ist der Falsche. Genau, ein Thema Performance Support, auch nochmal, denke ich, ein schönes Beispiel. Hier hat sich unser Paradigma der Dokumentation geändert. Also wo früher einfach eine deskriptive Hilfe war, da kann ich dann draufklicken aufs Hilfesymbol und sagt mir, dass es eben fällt, kann ich jetzt hier im Kontext und im Prozess auch immer, es sind vordefinierte Standard-Lerninhalte. Also hier zum Beispiel kann ich eine guided Tour anschalten, das ist dann wie so ein Head-Over-Display oder wenn mich der ganze Prozess interessiert, kann ich mir noch ein Tutorial anschauen, um den Prozess eben zu verstehen, ne? Und somit dann eben on-demand, also bei Bedarf und auch ein bisschen im Kontext zu lernen und nicht auf Halde groß. Ein Thema, auch ein schönes Beispiel von neuen Technologien, ist Machine Translation. Also ich denke, ihr kennt sicher alle Google Translate oder DeepL. Also die werden auch immer besser. Und im Business-Kontext nutzen wir das jetzt auch. Also einmal hier eben, um eben unsere MOOCs zu übersetzen. Hat jemand schon mal so einen Open-SAP-Kurs angeschaut? Ich gucke mal in die Runde. Einer. Also ist, denke ich, eine ganz coole Quelle, gibt es kostenfreie MOOCs, live und aufgenommen, zu IT-Themen, auch Non-IT-Themen, also Design Thinking, Sketching und so weiter. Denke, lohnt sich immer, ist ganz interessant. Und da gibt es zum Beispiel eine automatische Übersetzung der Untertitel. Ne? Da kann ich eben in Deutsch praktisch nochmal mir die Untertitel angucken. Im Standard-E-Learning-Bereich gehen wir noch weiter, da haben wir jetzt angefangen, ich habe jetzt nur mal das Announcement reinkopiert, dass wir die Unterlagen, die jetzt nicht auf Deutsch zum Beispiel sind oder nur in englischer Sprache, dass wir die auch mit Machine Translation übersetzen. Kann ich eben in meiner Muttersprache lernen. Ich glaube, ich bin gleich durch. Vielleicht nochmal eins meiner Lieblingstechnologien ist Podcasting, schon seit vielen Jahren. Ich fahre so 30, 40 Minuten zur SAP immer, aber auch bei der Gartenarbeit oder so. Dann kann ich eben damit sehr, sehr personalisiert, aber auch bei Bedarf mir eben neues Wissen reinziehen. Und wir haben vor 2 Jahren haben wir hier einen neuen Channel wieder aufgemacht. Wir haben so mal, ich glaube, bis zu 3 Episoden kamen wir vor so 10 Jahren. Jetzt sind wir bei 63. Wir werden auch versuchen, den Track hier, den wir heute hier aufnehmen, darüber zu streamen und senden eben einmal die Woche zu Themen rund um Lernen, New Work. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal auf Spotify, Apple Podcasts oder eben auf Open SAP gucken. Und ich denke, das ist ein Beispiel für so einen klassischen Interview-Podcast. Wir sehen immer mehr Firmen, also Audi zum Beispiel habe ich jetzt gesehen, oder ich glaube Siemens, die machen auch firmeninterne Podcasts, ne, weil es einfach ein schönes Medium ist, mobil, Storytelling, also ein bisschen niedrigschwelliger, wie vielleicht so klassische E-Learnings, damit eben Wissen auszutauschen und Leute auch abzudaten. Genau, gibt es ganz unterschiedliche Use Cases. Traditionell kommen viele aus dem Marketing, aber ich finde, für Bildung ist es auch eine super Möglichkeit. Ja, gucken wir mal ein bisschen in die Zukunft. Woran arbeiten wir so derzeit im EdTech-Bereich, im Technologiebereich? Ist natürlich Machine Learning ist eins der großen Themen. Ein paar Bereiche habt ihr gesehen, die tun wir weiter ausbauen. Empfehlungen zum Beispiel, die noch besser zu machen. Individuelle eben für Kurse, aber auch zum Beispiel für Peers, für Experten, dass ich da welche empfehle. Conversational Systems, also ein Chatbot habt ihr gesehen, die tun wir auch weiter ausbauen, zum Beispiel auch fürs Onboarding. Dann also ein Schreibfehler, nicht Lehrerfahrung, sondern Lernerfahrung oder Learning Experience. Muss man eigentlich regelmäßig verbessern, auch so die Ansätze ändern sich da immer, ne? Was will man, was wollen die Nutzer. Mobil ist jetzt ein Thema, dass wir auch versuchen, SAP-Training als mobiles App zur Verfügung zu stellen, eben spezielle Inhalte, spezielles, so dass up-to-date bleiben jetzt für Experten, ist gerade ein Thema, wo wir jetzt auch gerade im Review haben.